Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen da draußen an den Bildschirmen. Mein Name ist Heiko Behrendt und ich werde heute mit Ihnen das Thema besprechen: Was ist Scalping? Die große Faszination des extrem kurzfristigen Tradings. Ja, erstmal freue ich mich oder hoffe, dass Sie zahlreich eingeschaltet haben, zuschauen. Wir hatten ja gestern schon das Live-Trading-Event gehabt mit JFD Brokers und Markus Gabel. Und auch da konnte ich erfolgreich performen. Ich bin im gestrigen Handel Tagessieger geworden von 5 Mitstreitern und das mit dem kurzfristigen Trading. Also, und ich möchte Ihnen heute gerne zeigen, wie man dieses kurzfristige Trading erlernen kann und möchte Ihnen einfach so einen ersten Einblick geben, welche Voraussetzungen Sie dafür benötigen und ja, so einen ganz groben Roundup geben. Heute Nachmittag findet dann noch ein weiterer Vortrag von mir statt, wo es dann darum geht, wie sieht denn der Arbeitstag eines Scalp-Traders aus? Gut, damit Sie wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben, werde ich mich mal ganz kurz vorstellen. Ich will das jetzt auch nicht zu ausführlich machen. Ja, ich bin nun seit über 15 Jahren an der Börse tätig, angefangen 1998 und seit 2001 bin ich mittlerweile selbstständiger Trader und ich habe mich fokussiert auf den Indexhandel. Vorwiegend den DAX und den Dow Jones, den ich trade. Den Euro-Dollar trade ich gar nicht mehr. Im privaten Trading trade ich noch im Future, den S&P Future oder auch den Dow Jones Future. Leider ist es aber so, ich komme gar nicht mehr so stark zum Eigenhandel, denn meinen Premium-Service, den ich viermal die Woche habe, da trade ich mit meinen Teilnehmern live und jetzt auch seit 1.3. einen Real-Account, der halt nochmal mehr zeigt, dass das alles auch in der Realität funktioniert. Die Performance, ich werde da noch später drauf eingehen, war auch letztes Jahr sehr gut und sieht auch dieses Jahr gut aus. Klar, es war Demo, aber es ist auch in einem Webinar. Sie werden das heute Nachmittag sehen, sehr anstrengend zu reden, im 1-Minuten-Chart zu traden und dann noch den Trade zu managen. Also das ist nicht einfach und mit einem Realgeld eine sehr hohe oder große Herausforderung, der ich mich aber gerne stelle. Also wenn Sie da Interesse haben, ich werde Ihnen nachher nochmal zeigen, wie man dann auch zu meinem Service kommt. Ja, im Jahr 2012 ist dann eine Scalp Trading DVD rausgekommen, die jetzt nicht mehr so up to date ist, aber dafür gibt es dann auch Mitschnitte, die ich jetzt seit 2015 veröffentliche. Und dort sozusagen mein Trading, das, was ich jeden Tag mache, Ihnen Schritt für Schritt beibringe. So, gehen wir doch mal auf das Thema Scalp Trading ein. Scalping, ich sage, Scalping ist für mich kurzfristiges Trading, aber woher kommt das? Es gibt keine einheitliche Übersetzung. Allgemein sagt man, aus dem Englischen herauskommend, es bedeutet herausschneiden. Und dieses Herausschneiden, dieses kleine Wort wird uns die ganze Zeit begleiten, denn wir werden uns davon verabschieden, dass wir versuchen, lange Trends zu handeln. Und man muss sich halt vollkommen darauf einlassen können. Und da werde ich Ihnen das auch zeigen, wie ich das dann später auch handle. Mein Ziel, was ist das Ziel im Scalping? Wenn Sie im Scalping aktiv sind, dann ist das Ziel, dass Sie Ihre Trades nur mit einem Teil dieser Bewegung ja, rausschneiden, mitnehmen. Wir werden das auch sehen. Ich habe gestern auch ein paar Trades gemacht, wo ich am Ende oder wo ich während des Trades sozusagen einfach ausgestiegen bin. Und auch da hat mich der Moderator gefragt, wie sieht es denn aus? Warum lässt du den Trade nicht laufen? Und da sage ich, guck mal, der Trade, da bin ich gleich ausgestiegen und es ist nicht weitergelaufen und es war der perfekte Ausstieg. Und bei dem anderen Trade, da bin ich zwar ausgestiegen im Gewinn, aber da lief es halt weiter. Also das weiß ich vorher nicht. Und das Thema herausschneiden, nur einen Teil einer kurzfristigen Bewegung mitnehmen, das ist genau das, worauf das Scalp-Trading abzielt. Wenn man jetzt sich anschaut, die zeitliche Einstufung, dann ist der Scalp-Trader, der kurzfristige Trader, natürlich der, der ganz vorne ist. Davor kommt dann noch sicherlich andere Stile, nämlich so der Computerhandel, High-Frequency-Trading und so weiter. Ich sehe mich hier im Bereich von Haltedauern von Sekunden bis Minuten. Ich glaube, gestern meine durchschnittliche Haltedauer bei dem volatilen Markt waren so 3 Minuten gewesen. Ja, das war so meine Haltedauer. Aktuell liegt so, je nach Volatilitäten ändern sich auch die Haltedauern. Manchmal, wenn es hochvolatil ist und der Markt in wenigen Sekunden mal so 10, 20 Punkte hoch und runter springt, dann kann es durchaus sein, dass ich eine Haltedauer gerade mal von 1 Minute habe. Also sowas gibt es dann halt auch. Ja.
Ja, das Skype-Trading macht auch nicht davor Halt wie bei jeder anderen Sportart, Trading-Art. Egal, was man nimmt im Leben, alles hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Ja, das muss man einfach so sagen. Und Sie sehen jetzt hier kämpfenden Bullen und Bären. Und irgendwann, wenn man in das Skype-Trading einsteigt und sagt, das ist meine Sportart, da möchte ich rein, wir werden das dann nachher nochmal ein bisschen vertiefen, dann muss man sagen, gut, wo ist der Vorteil bei dieser Art des Handelns, aber wo ist auch der Nachteil? Und den Nachteil möchte ich nicht verschweigen. Viele sagen immer, das ist der heilige Gral, das ist das Nonplusultra. Sie können in kürzester Zeit ganz viel Geld verdienen, weil sie ja den ganzen Tag die Märkte hoch und runter traden. Aber das ist nicht der Realität entsprechend. Ein ganz klarer Vorteil ist das kleine Zeitfenster. Das kleine Zeitfenster, also das heißt, wenn wir dann nachher im 1- und 5-Minuten-Chart arbeiten, da sieht es dann so aus, dass wir an der Stelle fast immer ein tradbares Setup bekommen. Ich bin ja auch eingestiegen beim Trading über den Nebenberuf, also ich habe das Hobby zum Beruf gemacht. Und an der Stelle war es halt so gewesen, dass ich da am Abend gemerkt habe, im kurzfristigen Preis, im kurzfristigen Zeiteinheit, finde ich ganz schnell ein tradbares Setup. Und dieses Setup habe ich dann umsetzen können, was halt im 60-Minuten-Chart, wenn Sie 18 Uhr von der Arbeit kommen, nicht umsetzen können. Ein weiterer Vorteil für mich ist, den Stop eng zu setzen. Warum ist das ein Vorteil für mich? Wenn man den Stop enger setzen kann, kann man im Risiko-Money-Management viel, viel feinfühliger und besser auf die Marktlage reagieren. Ganz einfaches Beispiel wäre jetzt hier an der Stelle, Sie traden zum Beispiel mit einem Stop von 100 Punkten, wollen aber bei 100 Punkten nur 100 Euro riskieren, dann dürfen Sie nur ein CFD traden. Ich habe einen Stop von 20 Punkten, da kann ich 5 CFDs traden. Und bei 5 CFDs, bei 20 Punkten verliere ich zwar auch 100 Euro, aber ich kann auch sagen, gut, der Markt ist halt volatil. Ich muss ja gar nicht 5 traden, ich kann auch nur 1 bis 3 bis 5 halt handeln. Und wenn der Markt mich ausstoppen würde, dann hätte ich das Gleiche verloren wie bei dem 100-Punkte-Stop. Und der ganz große Vorteil ist der, wenn man es jetzt auf CAV-Basis sieht, da wäre es ja so, ich brauche ja nur 20 Punkte, dann habe ich genau das Gleiche verdient vom Risiko und das Gleiche vom Gewinn her, wie wenn ich auf 100-Punkte-Stop gehe und 100 Punkte verdienen muss. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt jetzt so 100, 150 Punkte steigt, die ist natürlich geringer. Bei der aktuellen Volatilität sicherlich machbar, auch so viele Punkte rauszuholen, im DAX zum Beispiel. Aber wenn es halt mal nicht so läuft, dann ist es halt schon ziemlich schwer. Ganz großer Vorteil wiederum für mich, kein Übernachtrisiko. Ja. Ich glaube, meinen letzten Overnight-Trade habe ich im Jahr 2005 oder so gemacht. Seitdem habe ich persönlich keinen einzigen Overnight-Trade mehr durchgeführt. Ich habe natürlich andere Investmentanlagen, wo ich Overnight investiert bin, aber jetzt rein vom Arbeit, also das Skyping ist ja mein Job, meine Arbeit, da ist es so, dass ich dort keine Übernachtposition eingehe. Das Risiko ist da mir viel zu groß. Und das führt dazu, dass ich halt sehr ruhig schlafen kann. Ich bin am Abend flat, also alle Positionen sind glattgestellt. Ja, und der weitere Vorteil für mich ganz klar ist, ich muss mir keine Gedanken machen im kurzfristigen Preisbereich, ob der DAX nun heute 300 Punkte fällt oder steigt. Ist mir am Ende, wie man so schön sagt, Wumpe. Und wenn ich jetzt langfristig investiert bin und halt auf mehrere hunderte Punkte oder vielleicht 1000 Punkte setze, dann muss ich ja dauernd überlegen, wie sich der Markt entwickelt, wie kann er die nächsten Wochen weitergehen, welche News kommen raus. Und das sind alles so Sachen, die den Markt beeinflussen können, was ich nicht sozusagen abschätzen kann. Und deswegen ist mir das kurzfristige Trading da halt viel lieber. Also das sind für mich als Summe die Vorteile, auch für Leute, die vielleicht ein bisschen nervös werden. Also ich habe es gestern versucht, mal mit einem Stop durch nachziehen. Also es war für mich schon eine Qual, so 15 Minuten in einem Trade zu sein. Ja, also und man sieht den Gewinn, wie der hoch und runter geht. Also für die Leute ist das kurzfristige Trading vielleicht geeignet. Ja, natürlich, die Nachteile sind auch da, vor allem die Anfänger, da treffe ich immer wieder bei meinen Coachings oder in meinen Webinaren auf den gleichen Typus. Also einer der Nachteile, den viele unterschätzen, ist, sie fallen sehr schnell ins Overtrading, das heißt, sie handeln dann jede 1-Minuten-Kerze. Ich handle zwar auch viele Positionen, aber ich warte natürlich, bis der Markt mir das Setup gibt, bis ich diese Position auch eingehen kann. Und trade jetzt nicht willenlos jede 1-Minuten-Kerze. Denn das Overtrading führt manchmal dazu, dass man zu emotional wird, zu viele Stops in Folge hat und die Trading-Kosten als solches dann explodieren. Ja, und
Das muss ich schon sagen. Meine Trading-Kosten sind immens hoch. Also 30% meiner Performance kann ich ungefähr an der Performance kann ich sind Trading-Kosten. Und das ist natürlich schon ein massiver Nachteil, denn ich habe auch bei jedem Trade natürlich wieder den Spread und die Gebühren. Ja? Also von daher suchen Sie sich dann an der Stelle da halt einen Broker, der halt günstige Konditionen hat, werde ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Und ein Nachteil, der hier noch dasteht auf der Folie, die Sie gerade gesehen haben, ist, dass die Gewinne durch schnelles Aussteigen limitiert sind. Ja, jetzt habe ich aber gesagt am Anfang, dass wir im Scalping eine Bewegung herausschneiden sollen. Also diese Limitation, wie soll diese Limitation jetzt ein Nachteil sein? Natürlich ist sie ein Nachteil, denn wir werden, wenn wir Scalper sind, verpassen wir jede große Bewegung. Also jede Bewegung von mehreren hundert Punkten verpasse ich, aber damit habe ich mich arrangiert. Und von daher ist dieser letzte Punkt eigentlich kein wirklicher Nachteil, aber im Sinne eines Trendtraders natürlich schon ein Nachteil, denn wir verpassen die Bewegung. Als Beispiel nur auch gestern, ich war gestern am Tagestief im DAX Long investiert, danach geht der DAX mehrere hundert Punkte nach oben, davon habe ich nichts. Ich bin nach 20 Punkten ausgestiegen, war ein schöner Trade für mich, ich habe 10 Punkte riskiert, 20 Punkte verdient, von daher alles gut. Schauen wir uns das Ganze nochmal grafisch an, damit Sie das, den Vor- und Nachteil nochmal im Chart sehen, was ich Ihnen gerade erläutert habe. Sie haben rechts und links jetzt beide Male den Einstieg. Ist jetzt egal, welche Grundlage dieser Einstieg ist. Es geht darum, dass Sie jetzt sehen, okay, wo ist der Vorteil? Der Scalp-Trader in dieser Situation hat der Scalp-Trader bis jetzt oder der andere Trader, der versucht, den Trade zu halten, kein Vorteil, kein Nachteil. In dieser Situation macht aber jetzt der Scalper 1, er cuttet sozusagen seinen Gewinn und er schneidet sich ein Stück seiner Bewegung heraus. Und das ist so immens wichtig, dieses Herausschneiden. Denn spätestens, wenn nach dieser Kerze diese Kerze kommt, dann ist man froh, dass man dort ausgestiegen ist. Denn wenn der Markt jetzt noch weiterfällt, stellen Sie sich vor, wir fallen noch durch das letzte Tief, dann werden relativ viele Trader ausgestoppt. Und solche Situationen haben wir gestern im kurzfristigen Trading auch öfters gesehen. Der Markt geht ganz leicht übers letzte Hoch drüber. Die Leute, bei uns waren einige Trendtrader dabei, sie warten auf diese Bewegung, ja, nach oben und dann kommt sie nicht. Und am Ende muss man sagen, ich bin dort ausgestiegen und die anderen haben halt weniger Gewinn gemacht, weil sie den Stop nachgezogen haben und dort noch nicht ihren Trade beenden konnten. Das ist natürlich ein Nachteil, der sich relativiert auf Tagesbasis. Auf Tagesbasis hat man sowas nicht ganz so oft. Da gehen die Märkte meistens dann glatt durch. Aber im 1-Minuten-, 5-Minuten-Chart sehen Sie sowas ganz oft. Wir werden uns dann nachher noch gleich ein Chartbild anschauen. Ja, und das ist jetzt nochmal der Nachteil, wenn der Markt an dieser gleichen Situation halt schön nach oben durchgeht, der Trendtrader, der auf die Bewegung setzt, kann an der Stelle seinen Stop nachziehen und verdient dann an der Stelle halt mehr wie der Scalp-Trader. Ja, das nochmal einfach grafisch für Sie aufbereitet. Gut, schauen wir uns da einfach mal so einen ganz einfachen Tag an. Der gestrige Tag sah ja noch schlimmer aus. Die wenigsten Tage im Markt sind wirklich Trendtage und ich habe jetzt einfach, Sie sehen jetzt zwar das fertige Bild und sehen hier bereits, ich werde jetzt paar Linien einzeichnen hier. Vor allem auf diese Linie kann ich mal ganz kurz eingehen. Wenn Sie jetzt hier nochmal ganz richtig scharf auf diese Kerze schauen, ja. Diese Kerze ist halt sehr, sehr gemein. Der Markt fällt von seinem Tageshoch durch das Tief durch und kommt hier unten dran. In der Sekunde, wo Sie das sehen, die sehen ja noch nicht die fertige Kerze, die sehen Sie heute, aber in der Sekunde, wo Sie das sehen, in der Sekunde ist der Markt, ist die Kerze richtig schwarz, tiefschwarz und man würde in der Sekunde, wo man das sieht, wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Markt jetzt nach unten durchfällt. Und am Ende der 5-Minuten-Kerze, im 5-Minuten-Chart, steht der Markt wesentlich höher. Wenn man seinen Stop-Loss noch über das Hoch der letzten Kerze reinlegt, ja, dann werden Sie ausgestoppt und danach fällt der Markt nach unten. Also Sie sehen, das ist halt wirklich sträflich für jemanden, der dort unten auf fallende Kurse setzt. Wenn wir uns den Tag jetzt mal weiter durchgehen, ich zeichne noch mal ein paar horizontale Linien ein. Auch an der Stelle, ich kann ja auch zeichnen hier in diesem Tool. Warten Sie mal kurz. So, wir zeichnen mal. Sie sehen jetzt hier auch, ich habe das jetzt hier mal markiert. Normalerweise würde man jetzt davon ausgehen, dass der Markt hier vielleicht hier runterfällt, ja, an dieser Stelle. So. Und wenn Sie das sehen, dass der Markt dort runterkommt, vielleicht gehen Sie hier auch entsprechend auf fallende Kurse rein. Der Markt nimmt wieder nicht sein Tief raus. Wo setzen Sie Ihren Stop? Sie setzen den da hoch und werden dann sofort wieder ausgestoppt. Ja. So, muss das Tool wieder löschen.
Und das sind so Situationen, die der kurzfristige Trader immer ausgesetzt ist. Gehen wir den Tag einfach nochmal ein bisschen weiter durch. So nochmal, ach, das tut. So, muss ich auszeichnen, gut. So, wir sehen jetzt hier auch wieder, der Markt beginnt wieder überzugehen in eine Aufwärtsbewegung. Das heißt, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, wenn wir jetzt im kurzfristigen Preisbereich hier traden, der Markt geht runter, geht wieder hoch, geht wieder runter. Ja, und jetzt wird man davon ausgehen, okay, jetzt geht auch hier nach oben durch. Ja, und er macht es wieder nicht. Und er nimmt wieder nur das Hoch hier raus und fällt nach unten durch. Ja, und auch hier wieder, ich zeichne das jetzt einfach mal durch, am letzten Tagestief wieder. Er nimmt wieder das Tagestief bei 9.712 raus, geht auch wieder nur knapp durch. Und was passiert? Der Markt geht sofort wieder hoch, über das letzte lokale Hoch, wo die Stops liegen. Ja, und auch danach, wenn man wieder denkt, okay, jetzt aber ab nach unten durch, wieder macht der Markt das nicht und geht wieder durch das letzte Hoch. Und nimmt sogar das letzte Hoch auch noch raus bei 9.770. Also Sie sehen, das ist ein typischer Verlauf im kurzfristigen Chart. Und da muss man halt einfach überlegen, wie geht man dann im kurzfristigen Bereich damit um. Und ich kann das jetzt nicht im Detail erklären, aber einige dieser Setups, die man hier erfolgreich anwenden kann, werde ich am Ende dann sozusagen Ihnen erklären. In meinem zweiten Vortrag. Gut, also das nochmal zu sehen. Wir sehen, am Ende möchte ich Ihnen damit zeigen, dass der Markt wirklich keine ordentliche Struktur hat in den meisten Fällen und an der Stelle war. Warum geht die Preise nicht? So, okay. An der Stelle wollte ich gerade sagen, jetzt ist die Folie leider eins weitergesprungen. Gut, macht jetzt nichts. Also, was ich sagen wollte ist, Sie haben es ja gerade gesehen, der Markt nimmt einfach die Hoch- und Tiefs nicht raus. Und der nimmt die Hoch- und Tiefs nicht raus. Sie haben es ja gerade gesehen, der Markt pendelt seitwärts. Er geht leicht unter die Tiefs durch, leicht über die Hochs drüber und setzt seinen Trend eigentlich nicht fort. Und jeder, der so ein bisschen vielleicht, ich will jetzt nicht gegen Michael Vogt sagen, aber jeder, der sein Buch gelesen hat, der weiß ja, man geht an den letzten Punkt 2 oder an dem letzten Hoch, versucht man dann auf den Trend zu setzen. Und im kurzfristigen Trading passiert das halt wirklich selten, dass der Markt einen sehr, sehr starken und dynamischen Trend macht. An der Stelle, ich werde ganz am Ende nochmal ein, zwei Trades von gestern zeigen, wo ich jedes Mal am Tagestief long gegangen bin. Also ich habe mich genau auf die andere Seite gesetzt und bin gegen den Markt gelaufen. Man muss natürlich dort auch erstmal lernen, den Markt zu lesen, die Spuren lesen zu können. Aber das ist heute alles heute Nachmittag in unserem Vortrag, wo ich Ihnen das alles nochmal live zeige. Gut, welche Voraussetzungen müssen Sie denn überhaupt erfüllen, damit Sie im Skype-Trading erfolgreich werden können? Oder wenn Sie jetzt sagen, gut, das Thema interessiert mich, das sieht interessant aus, das sieht spannend aus, was muss ich denn dafür eigentlich jetzt machen? Und das werden wir uns jetzt in der nächsten Folie hier anschauen. Das heißt, Sie brauchen eine gewisse Ausstattung. Bei der Ausstattung, ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber allgemein der PC, also die PC-Ausstattung, die Hardware und Software muss aus aktuellem Stand sein. Ich habe letztens einen Teilnehmer gehabt, der hat gesagt, oh hier, ich habe die und die Software installiert, das funktioniert bei mir nicht. Ja. Und derjenige hatte noch einen ganz alten Windows-Rechner gehabt, der einfach gar nicht mehr ausgelegt war für diese komplexe Software. Und da habe ich auch gesagt, also du musst erstmal das Geld investieren in Hard- und Software. Zu meiner Ausstattung, also ich habe ganz normal Windows 10 aktuell drauf. Ich habe Windows-Rechner deswegen genommen, weil die meisten Programme laufen auf Windows. Klar, Mac ist noch ein bisschen stabiler. Ansonsten ordentlich Power im Arbeitsspeicher, SSD-Festplatte, damit der Rechner schön schnell startet und auch flüssig arbeitet. Und natürlich eine gute Internetleitung ist wichtig. Also oberhalb von 16.000 sollte die Internetleitung sein. Ich habe eine 100.000er Leitung. Und also das noch zur PC-Konfiguration. Bei den Grafikkarten brauchen Sie jetzt keine super tolle 3D-Auflösung, sondern es reicht, wenn das eine ganz normale Grafikkarte ist. Denn Charts darstellen ist jetzt für eine Grafikkarte keine große Herausforderung. Ja, die paar Zahlen. Die Handelssoftware, ganz wichtig zur Ausstattung. Die Handelssoftware muss stabil laufen und schnelles Handeln ermöglichen. Idealerweise Handeln aus dem Chart. Ich trade aktuell sehr viel bei JFT Brokers und trade im MetaTrader dort mit Add-ons, wo ich aus dem Mini-Terminal, heißt das, sehr schnell sofort mit einem Klick Stop und Take Profit, also meine Zielmarken eingeben kann, die ich dann im Chart direkt verschieben kann. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass man so schnell aus dem Chart heraus handeln kann. Was noch fehlt und was ich jetzt angeregt habe, dadurch, dass ich mit JFD im engen Kontakt stehe,
ist, dass man vielleicht direkt aus dem Dom, viele, die im Future schon traden oder den Future mal gesehen haben, die sehen so einen Trading-Dom. Und da möchte ich gerne, dass sowas vielleicht auch im MetaTrader implementiert wird. Mal gucken, ob sowas kommt. Bin gespannt, was da die Zukunft bereithält. Aber ein Future-Trader, der tradet sehr gerne aus dem Dom. Das nennt sich Death of Market. Das ist so eine Preisleiter, wo die Kurse hoch und runter rennen. Gut, also ganz wichtig natürlich bei der Ausstattung auch ist, was mit dazu gehört, die Auswahl des Brokers. Ich bin gerade schon drauf eingegangen, also ich bin mit meinem Broker, den ich habe, einmal JFD Brokers im CFD-Bereich und im Future-Bereich nutze ich NinjaTrader und NinjaTrader Brokerage. Das sind meine zwei Broker, mit denen ich jetzt noch aktuell unterwegs bin. Über die Zeit habe ich auch viel die Broker gewechselt, weil jeder sollte sozusagen erstmal seinen Broker suchen nach seinen persönlichen Kriterien. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass meine Broker die besten sind, das sind sie sowieso nicht. Sie sind aber für mich sehr gut geeignet, sind für mich Partner. Ja, mein Broker ist kein Gegner, ist ein Partner für mich. Mit dem muss ich harmonieren können und wenn ich das kann, dann kann ich auch mit dem zusammen sehr gut arbeiten. Wichtig ist beim Broker, dass er natürlich im Skype-Trading gute Konditionen hat, günstige Konditionen. Also bei JFD-Brokers zum Beispiel handle ich im Euro-US-Dollar derzeit, wenn ich den traden würde, was ich jetzt nicht mache, aber mit verhandelten Gebühren, die jeder Skype-Trader oder jeder, der viel handelt, kann gerne auf mich zukommen. Am Ende sehen Sie noch meine Kontaktdaten. Man kann die Gebühren auch verhandeln oder Sie können die auch selber verhandeln bei JFD. Fragen Sie nach dem Rabatt, wenn Sie wirklich viel traden, sofern Sie dort handeln. Also ich liege gerade inklusive Kommission und Spread beim Euro-Dollar bei 0,7 BIP an Kosten plus Kommission. Das ist, denke ich, ist sehr, sehr gut. Ja. Gut, ja, das System Scalping braucht auch eine gewisse Voraussetzung. Also Scalping ist jetzt nicht so, dass Sie einfach sagen, gut, ich bin jetzt der Scalper, aber Sie müssen gewisse Voraussetzungen einfach erfüllen, damit das System allgemein Scalping erfolgreich ist. An der Stelle ganz wichtig, Scalping baut auf Trefferquote. Die Trefferquote muss zwingend größer sein wie 50%. Sie können im Skype-Trading also jeder Tag, der unter 50% Trefferquote ist, ist bei mir ein Verlusttag. Also es ist ganz selten, dass ich mal bei 50% Trefferquote auch Gewinn habe. Warum? Über diese Trefferquote erkaufen wir uns halt, oder sagen wir es mal anders ausgedrückt, diese Trefferquote, warum ist sie so hoch? Wir haben ja auch viele Trades, die wir mit plus 1, plus 2 Punkte glattstellen. Und das führt zu dieser hohen Trefferquote, wo ich dann sage, das ist zwar okay, aber es bringt mir jetzt ja keinen Gewinn, wenn ich jetzt einen Trade habe, der ist 10 Punkte vorne, ich werde mit 2 Punkten ausgestoppt. Da muss ich dann überlegen, da habe ich zwar eine schöne Trefferquote, die ist aber eigentlich so gesehen nichts aussagen. Die Trefferquote sollte auch nicht zu hoch sein. Ja? Denn was müssen wir beachten mit beim System Scalping? Ganz wichtig, Trefferquote ist ein Punkt und der zweite Punkt ist, dass die durchschnittlichen Gewinne zu Verluste stimmen müssen. Ja? Und an der Stelle, meine Damen und Herren, wenn Sie sozusagen Ihre Trades mal auswerten, nicht nur auf die Trefferquote schauen, sondern schauen Sie in Ihren Reports, der MetaTrader zum Beispiel macht da sehr, sehr schöne Reports, auch im NinjaTrader. Sie sehen dort, was Sie im Durchschnitt gewinnen und im Durchschnitt verlieren. Und wenn Sie das sehen und dann eine ganz grobe Faustgröße, der Verlust sollte nicht das 1,5-fache von dem übersteigen, was Sie an Gewinn machen. Das heißt, wenn Sie im Durchschnitt 100 Euro verdienen, dann sollten Sie nicht mehr wie 150 Euro im Durchschnitt verlieren. Der durchschnittliche Verlust darf ruhig größer sein und der ist auch meistens größer, denn Sie haben ja nur wenige Verlusttrades. Wenn Sie eine Trefferquote von 70% haben bei 100 Trades, dann gehen ja auch immerhin nur 30% dieser Trades im Verlust und damit ist der Durchschnitt der Verluste meistens etwas höher wie der durchschnittliche Gewinn. Also das zusammen kombiniert ergibt ein erstes erfolgreiche Scalp-System. Und ganz eins, Sie müssen der richtige Typ dafür sein. Ja, also Sie brauchen auch Sie müssen einen gewissen Typus haben, damit Sie erfolgreich sind. Wenn Sie der Typ nicht sind, dann ist das Skype-Trading oder das kurzfristige Trading vielleicht überhaupt nichts für Sie. Also heißt, wenn Sie mal richtig auf sich selbst hören und Sie stellen vielleicht fest, also das Scalping ist interessant für mich, aber ich kann es vielleicht gar nicht umsetzen. Dann müssen Sie dann irgendwann akzeptieren, Sie sind nicht der richtige Typ. Ich sage meinen Teilnehmern, also ich habe sogar schon Coaching-Teilnehmer gehabt, wo wir dann festgestellt haben, Sie sind gar keine Scalper, Sie wollen es gerne sein, weil es so spannend und faszinierend ist,
Aber in der Analyse ist ja herausgekommen, Sie sind gar keine Skype. Und da waren Sie denn schon teilweise traurig. Aber ich sage auch, also ich hätte auch nicht Arzt werden können. Ja, das wäre nicht mein Beruf gewesen. Also von daher, hören Sie wirklich auf sich oder in sich rein, ob Sie wirklich der richtige Typ dafür sind. Welche Eigenschaften sollten Sie haben? Also ganz wichtig als Eigenschaft, Sie sollten als Trader selbstdiszipliniert sein. Das muss zwar jeder Trader sein, aber im Skype-Trading ganz besonders. Denn wir handeln hier mit großen Hebeln aufgrund unseres kleinen Stops. Und wenn Sie dort nicht diszipliniert sind, im Demo-Modus kann man das ja mal ausprobieren. Das heißt, man geht mit einem Stop von 10, 20 Punkten rein und dann sagt man sich, ah, ja, 10, 20 Punkte Stop. Naja, jetzt kurz vorm Ausstoppen, auf einmal zieht man den Stop weiter weg von sich. Und dann tut man mal den Stop immer weiter zurücksetzen. Der DAX macht heute mal ganz schnell 100 Punkte Bewegung. Und an der Stelle sehen Sie dann auf einmal, okay, Sie haben bei 20 Punkte Stop vielleicht 100 Euro riskiert oder 200 Euro und jetzt verschieben Sie den Stop um 100 Punkte gegen sich, dann sind Sie auf einmal bei minus 500 Euro. Und das ist natürlich dann, wird es dann teuer. Oder bei 200 Euro wären es dann schon 1000 Euro Verlust, was ich eigentlich gar nicht machen wollte. Also das heißt, Sie müssen stets und ständig diszipliniert sein, Ihr System umsetzen können. Und wichtig natürlich im Skype Trading, dass wir sind halt nun mal die Sprinter unter den Tradern sozusagen, ist, dass wir unsere Trades schnell umsetzen können müssen. Also das heißt, ich habe sehr viele Automatismen mittlerweile entwickelt. Es ist wie mit dem Zähneputzen oder dem, also jeden Morgen, ja, heute früh hat das wahrscheinlich auch jeder gemacht, seine Zähnchen geputzt. Er überlegt nicht mehr, wie er die Zahnpasta drauf macht und wie er durch den Mund die Zahnbürste führt. Ja, und im Skype-Trading ist es genauso. Irgendwann lernen Sie immer wieder die Situationen erleben. Das heißt, Sie sehen, wie der Markt im Detail reagiert, wie er läuft. Und dann gibt es eine gewisse Situation und diese Situation löst einen Reiz bei uns im Kopf aus und im Gehirn. Und dieser Reiz heißt linke Maus, Finger runter. Ja, und dann wird geklickt. Ja, also das heißt, da muss ich dann teilweise überhaupt nicht mehr überlegen, was ich dort mache. Denn ich habe diese Situation in meinen letzten 15 Jahren tausende, aber tausende Male erlebt. Ich weiß, dass sie manchmal aufgeht, manchmal geht sie nicht auf. Und in dem Fall, wo sie aufgeht, ist mein Chance-Risiko-Verhältnis halt immer oder sehr oft sehr gut. Und ich kann damit einen Gewinn machen. Ja. Vielleicht sehen Sie heute Nachmittag dann nochmal im Live-Trading so ein bisschen was davon. Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, also klar, das beinhaltet das, gute Reaktion, schnelle Hände. Und ganz wichtig, Sie sollten kein Egoist sein. Ja? Egoist, was meine ich damit? Es gibt wirklich im Skype-Trading so Typen oder allgemein Trader, die halt unbedingt Recht haben wollen. Und wir haben ja gerade den Chart vorhin gesehen vom DAX im 5-Minuten-Chart, der einfach hoch und runter geht, so 100 Punkte, hoch, runter, kreuz, quer. Also wenn man dort auch versucht, auf seine Meinung zu beharren und alles hinten anstellt, dann werden Sie damit auf alle Fälle kläglich scheitern. Also das heißt, Sie müssen einfach akzeptieren, dass der Markt sich dauernd seine Bewegung ändert. Mal fällt er 2 Stunden, mal steigt er 3 Stunden. Und da müssen Sie sehr, sehr flexibel sein in Ihrer Marktmeinung. Es geht halt bei uns immer darum, nur eine Situation zu erkennen, zuzuschlagen, Kleingewinn, Eichhörnchen-Taktik. Ich glaube, ich habe gestern 85 Trades im Live-Trading gemacht, wobei das jetzt nicht komplett 85 Trades sind, weil ich viele Teilpositionen eingehe. Aber ich würde mal sagen, trotzdem 50 Trades im Live-Trading absolviert vor laufender Kamera. Also das ist dann schon, da kann man jetzt nicht lange überlegen, wo ist denn mein Stop, wo ist mein Ziel. Also das sind halt Automatismen, die da ablaufen. Und wenn ich jetzt auf meine Meinung beharrt hätte, dann hätte ich gestern wahrscheinlich ganz schön ins Klo gegriffen, wenn man so sagen darf. Gut, gehen wir weiter. Also das sind so die ganz allgemeinen Voraussetzungen, die man brauchen sollte. Wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, dann kann einen sowas erwarten, was Sie jetzt hier gerade sehen, nämlich so ein schöner Gewinn. Das, was Sie hier sehen, ist reale Performance, eine Wertsteigerung, die ich in meinem Premium-Service erreicht habe im letzten Jahr nach verhandelten Gebühren von fast 56%. Man muss dazu sagen, es sind nicht alle Trades, also es sind ja keine ganzen Trading-Tage in meinem Premium-Service. Sie sehen das hier, Trading-Dauer ungefähr 100 Minuten pro Webinar. Die Webinare gehen immer 2 Stunden, halbe Stunde ganz grob Vorbereitung auf den Markt und dann wird so 90 bis 100 Minuten getradet und ich sage mal so 56% für jetzt reine Arbeitszeit von 100 Minuten am Tag. Ist jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz so verkehrt. In Summe konnte ich von diesen 144 Trading-Tagen, die ich hier hatte, 122 Trading-Tage im Gewinn abschließen. Das heißt, 85% meiner Tage sind alles im Gewinn.
Und das geht halt sehr vorwiegend halt nur mit dieser Eichhörnchen-Taktik, immer kleine Gewinne mitnehmen. Und ganz stolz bin ich persönlich auf den maximalen Drawdown von gerade mal 6%. Also das bei so einer Performance. Und wenn ich jetzt diesen einen Verlusttag, den man hier oben sieht, da hat es bei mir mal kurz ausgehakt. Ja. Also da habe ich das Risiko ein bisschen übertrieben und ich habe es auch nicht geschafft, den Tag zu drehen. Viele Tage kann ich halt auch manchmal von einem Verlusttag in einen Gewinntag noch drehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber hier ist es mir nicht gelungen. Und wenn ich den noch rausrechne, dann wäre der Drawdown noch weniger. Aber gut, das gehört dazu. Und nach so einer Serie, irgendwann reißt denn die Serie auch mal. Aber im Ende sieht man auch, ich habe da sofort dagegen gesteuert. Und das ist auch sehr wichtig. Und zwar sehen Sie danach, die Phase ist sehr, sehr flach. Was habe ich gemacht? Ich habe meine Positionsgröße nach unten gefahren, weil ich gemerkt habe, ich habe einfach zu viel Gas gegeben. Und bevor ich mir dort die ganze Performance versaue, habe ich Folgendes gemacht. Ich bin einfach in der Positionsgröße ganz stark nach unten gegangen, habe gesagt, okay, wir müssen uns jetzt erstmal wieder finden, wir müssen uns erstmal wieder neu einordnen, ausgeglichenes Level erreichen. Und wenn wir das erreichen, dann können wir wieder Gas geben. Und man sieht ja am Ende des Jahres, da habe ich dann wieder ein bisschen Gas gegeben und bin dann ein bisschen nach oben gekommen. Ja. Also das ist das, was man erreichen kann, wenn man es erfolgreich umsetzen kann. Aber leider muss ich sagen, für Leute, die anfangen, es sieht halt bei den wenigsten so aus. Denn es werden einige Fehler gemacht, auf die ich jetzt nochmal dann zu sprechen komme. Und da möchte ich mal das folgende Bild, die beiden Bilder, denke ich mal, die zeigen ganz gut diese krassen Unterschiede. Es sind beides Laufsportarten. Und beide dieser Laufsportarten haben damit zu tun, von A nach B zu kommen. Aber auf der linken Seite unten, dort sehen Sie einen Marathonläufer oder eine Gruppe von Marathonläufern. Und auf der rechten Seite sehen Sie entsprechend ein paar Sprinter. Und eigentlich sollte es animiert sein, aber es ist jetzt nicht animiert, das Bild. Aber an der Stelle, Sie sehen es, Sie müssen im langfristigen Trading, also da, wo der Marathonläufer sich befindet, wenn man das jetzt mit dem Trading vergleicht, da brauchen Sie Ausdauertrading. Da brauchen Sie Durchhaltewillen. Ja, nach 10 Kilometer, wenn, oder für mich, also für mich wäre es das unvorstellbar, 42 Kilometer zu laufen. Ja, also das, was da an Herausforderungen auch vom Geiste her an mich gestellt werden würde. Ja, also ich glaube, die Selbstzweifel, die einen plagen ab Kilometer 20, keine Ahnung, also bei mir wäre es ab Kilometer 5 wahrscheinlich. Ja, das muss man halt, damit muss man halt umgehen. Und da muss man der Typ dafür sein. Ja, und der Sprinter ist halt ein anderer Typ. Der Sprinter, der macht halt Krafttraining. Techniktraining, Schnelligkeit, er trainiert seine Reflexe. Er muss ja so schnell wie möglich auf maximale Geschwindigkeit kommen, damit er hat ja nur 100 Meter Zeit, bis das Ziel schon erreicht ist. Und in der Zeit muss er natürlich das Maximum aus seinem Körper rausholen. Wenn das der Marathonläufer machen würde, nach dieser Methode zu handeln oder zu rennen, dann würde er wahrscheinlich nach einem Kilometer umkippen. Ja. Also das nochmal an der Stelle soll ganz gut verdeutlichen, Sie können das langfristige Trading nicht mit dem kurzfristigen Trading kombinieren. Sie müssen lernen, langfristiges Trading, denn wenn ich für Marathon trainiere, trainiere ich anders, wie wenn ich dafür trainiere, Usain Bolt zu überholen. Ja, wird zwar nicht gelingen, aber an der Stelle, man sieht, jede Sparte hat sozusagen ihre Eigenheiten und Spezialitäten. Und das Skype-Trading macht da keine Ausnahme. Und das ist einer der großen Punkte, dass viele im kurzfristigen Zeitrahmen es verkehrt interpretieren. Nehmen wir mal das aktuelle Beispiel. Sie sehen jetzt hier im Chart eine Hammerkerze. Was ist die Definition einer Hammerkerze? Ganz allgemein, die Definition einer Hammerkerze ist, oder das kann ich mal ganz kurz anzeichnen, ich bin ja Zeichner, dann zeichnen wir das mal ganz kurz an. Dafür haben wir ja so einen schönen Stift. Ja. Und da bin ich schon blau. Also, eine Hammerkerze. Halt, wir machen das, doch, wir machen es so. Eine, halt, so, rot. Rot. Gut. Also, die Hammerkerze sieht wie folgt aus. Wir starten am Punkt A. Der Markt fällt jetzt schön nach unten. So, es ist alles rot, deswegen schön der rote Stift. So, ja, der Markt fällt schön nach unten. Das heißt, die Bären sind am Drücker. Die Bären tun sozusagen gerade am Markt dominieren.
Und dann am Ende des Tages, wenn wir jetzt den Tageschart nehmen, ja, gibt es eine Umkehr, der Markt steigt und steigt und steigt und wir schließen am Tagesende hier. Ja. Das heißt, am Ende des Tages haben die Bären sozusagen verloren und die Bullen haben das Zepter übernommen. So allgemeine Definition. Wie sieht die Kerze aus, wenn wir uns sie einzeichnen? Das heißt, das ist der Startpunkt. Ja. So Startpunkt, hätte ich vielleicht noch ein bisschen höher. Das ist der Schlusspunkt. So Tageshoch ist gleich Schlusspunkt. Und das ist der untere Schatten. So entsteht dann die Hammerkerze. Sieht jetzt nicht ganz so schön aus. Optisch wäre es so ein bisschen so. So entsteht dann die Tageskerze als Hammerkerze. Und diese Interpretation auf Tagesbasis ist natürlich recht einfach. Denn wenn man jetzt überlegt, auf Tagesbasis, wenn man das auf den Tag jetzt sehen, dann sind das heute bei der heutigen Volatilität um die 200 Punkte mindestens, ja, im DAX. So, sind das mindestens 200 Punkte. Damit sowas überhaupt passiert, muss sehr viel Umsatz getätigt werden. Es muss sehr viel Kontrakte im Future umgesetzt werden. Am Kassa-DAX müssen extrem viele Aktien, die am Tag erst verkauft wurden, müssen dann am Abend gekauft werden. Und da steckt sehr viel Energie dahinter. Ja? Das heißt, diese Interpretation hat auch eine gewisse Bedeutung. Deswegen wurde sie ja entwickelt. Und an der Stelle hat diese Bedeutung oder diese Interpretation, genauso wie ich sie hier eingeschrieben habe, auch ist sie vollkommen intakt. Aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wie würden wir jetzt dort traden? Wir würden jetzt wie folgt vorgehen. Wir würden nach dieser Methode über dem Hoch der letzten Kerze, also der Hammerkerze, am nächsten Tag darauf setzen, dass der Markt nach oben geht, ja, und würden halt auf mehrere hundert Punkte setzen und den Stop-Loss vielleicht unter das Tief dieser Kerze legen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was passiert. Ja, wenn Sie das im 1-Minuten-Chart haben, da sehen Sie, Sie werden eingestoppt in eine aufsteigende Kurse und danach sofort wieder ausgestoppt, innerhalb einer Minute oder lass es eine 5-Minuten-Kerze sein und danach geht der Markt nach oben. Und das ist so ein typischer Verlauf in einem heutigen 5-Minuten-Chart im DAX. Das ist übrigens auch ein 5-Minuten-Chart vom DAX. Und jetzt legen wir nochmal die Interpretation rein. Was ich gerade am Flipchart Ihnen gezeigt habe. So banal wie das klingt, aber diese Interpretation kann ich im 5-Minuten-Chart nicht aufrechterhalten oder im 1-Minuten-Chart schon gar nicht. Stellen Sie sich vor, ich würde das interpretieren. Der Markt fällt 30 Sekunden, die Bären sind am Drücker und danach, die letzten 30 Sekunden, gewinnt der Bulle und drückt den Markt nach oben. Ja, dafür sind vielleicht im heutigen Markt vielleicht gerade mal 100 Kontrakte möglich oder reichen dafür aus, um den Markt 1 Minute oder 30 Sekunden nach unten zu drücken und 30 Sekunden nach oben. Und dann ist rein, die Hammerkerze ist mehr oder weniger Zufallsprodukt aufgrund der Zeit. Ja, da steckt aber keine große Veränderung, keine große Energie dahinter, wie auf dem Tageschart, wo aber tausende Kontrakte dafür benötigt werden, um sowas entstehen zu lassen. Ja. Und an der Stelle ist das so eine ganz typische Fehlinterpretation von Tradern, die sozusagen im Scalp-Trading anfangen. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema, denn viele, die in Scalping wollen, also mein Weg war, ich habe am Anfang Tageschart, 60-Minuten-Chart gehandelt. Das war mein Beginn. Dann bin ich immer weiter runtergekommen, ja, weil ich mich auch in den kürzeren Zeiteinheiten immer wohler gefühlt habe, genau aus diesen Vorteilen, die ich Ihnen gerade am Anfang gesagt habe. Und ich habe am Anfang auch genau den gleichen Fehler gemacht. Ich habe dann im 1-Minuten-Chart eine Hammerkerze interpretiert und habe mich dann geärgert, wenn die nicht aufgegangen ist. Ja. An der Stelle, es gibt durchaus auch Hammerkerzen, die im 1-Minuten-Chart auch aufgehen. Ich will jetzt das nicht wegdiskutieren, dass das nicht funktioniert. Ja, es gibt genug Situationen, wo es funktioniert, aber es funktioniert halt nicht immer. Und diese Interpretation kann man so nicht zulassen. Man muss sozusagen andere Sachen dann damit rein kombinieren, damit Sie an der Stelle auch mit der Hammerkerze dann erfolgreich werden. Oder ein anderes Stop-Management. Ja, also da sind wir wieder bei dem Bereich. Sie müssen für Ihren Bereich sozusagen sich darauf spezialisieren, darauf trainieren, dann wird es erfolgreich. Ich habe noch mal einige Fehlinterpretationen zusammengeschrieben. Nicht, dass ich sie jetzt so runterholen möchte oder sagen möchte, ich möchte sie jetzt nicht demotivieren, sagen wir es mal so, sondern ich möchte einfach nur zeigen, was die Fehler sind und man muss ja nicht für jedes Fettnäpfchen mitmachen oder vielleicht ertappen Sie sich gerade als Zuschauer da draußen, dass Sie vielleicht genau diese Fehler machen, dann sollten Sie dann anfangen sozusagen zu sagen, gut, jetzt muss ich sie ändern,
Ich habe es erkannt, ich wollte es aber nicht wahrhaben, dass vielleicht, dass man das, man erkennt das auch so schwer. Denn es sagt ja kein, dass man im langfristigen Bereich ein bisschen anders handeln muss wie im kurzfristigen. Ja, oder im kurzfristigen anders handeln muss wie im langfristigen. Ja, und an der Stelle vielleicht das für den einen oder anderen jetzt so ein kleines Klick, dass man sagen kann, okay, da muss ich doch jetzt mal dagegen steuern. Viele verwenden auch ein verkehrtes Risiko- und Money-Management sozusagen. Das heißt, sie wenden im Skype-Trading diese 1%-Regel, die so allgemein in Büchern und überall liest man es, rausgehauen wird. Ich halte von dieser 1%-Regel gar nichts, denn sie spiegelt A, nicht den Typ wieder oder das Trading, das Ziel, was man als solches erreichen möchte, wieder. Und im Skyping, wenn Sie jetzt anfangen sollten oder sich gerade probieren im Skyping und Sie sehen, dass Sie 1% riskieren und Sie sind vielleicht noch nicht so fest, stellen Sie sich vor, Sie machen 50, 100 Trades am Tag und Sie riskieren jedes Mal 1%. Und dann haben Sie eine Reihe von vielleicht 5 Verlusttrades in Folge. Dann haben Sie schon 5% auf Ihren Account verloren. Und dann reden wir hier vielleicht von einer Zeitspanne von einer halben Stunde. Und wenn Sie in einer halben Stunde 5% von Ihrem Account platt machen, dann kann das für Sie zu einem ganz großen Problem werden, das vielleicht dazu führt, dass Sie am Ende des Tages die Hälfte Ihres Accounts geschrottet haben. Und das möchte ich natürlich vermeiden. Deswegen mein Tipp an der Stelle, ich werde es auch nachher nochmal zeigen, gehen Sie viel, viel geringer, mit viel, viel geringeren Risiken an den Markt. Ja. Gut. Ja, viele Trader verwenden oft verkehrte Setups. Ich muss jetzt mal ganz kurz auf die Uhr schauen, was sie so sagt. Wir haben noch 18 Minuten. Gut. Viele wenden auch verkehrte Setups an. Warum? Ganz einfacher Grund. Ich gehe nochmal zurück auf den Flipchart. Da kann ich das vielleicht nochmal ganz kurz zeigen. Ein typischer Fehler ist, ich sehe es, also ich kann das halt mittlerweile beurteilen. Sie sagen sich, was ist da, woher weiß er das? Ich habe so viele Trader in meinen letzten 15 Jahren kennengelernt und auch so viele Trader gecoacht. Was macht ein Coach einen Trainer? Ein Trainer macht ja nichts anderes, dass ich hergehe und sage, gib mir doch mal deine Trades her, zeig mal, wie du handelst und dann bewerte ich das. Genauso wie, ich habe nachher noch ein Bild, der Golf. Ja, der Golftrainer, der sagt hier, Arme hoch, ranwinkeln, Stellung, so. Ja, und dann, wie mache ich das? Ja? Und der kann auf die Fehler hinweisen. Und genau das Gleiche mache ich auch als Coach. Und wenn ich bei Leuten, die sagen, ach, ich komme mit dem Skype-Trading, mit dem kurzfristigen Trading nicht klar, wie sieht es bei dem auf dem Rechner aus? Ja, die haben einen Bildschirm. So, Bildschirm, da ist hier der 1-Minuten-Chart offen, hier ist der 1-Minuten-Chart offen, hier ist der 1-Minuten-Chart offen, hier ist der 1-Minuten-Chart offen. Also, 4 Fenster, überall der 1-Minuten-Chart. Schauen wir uns mal die Zeitachse an. Wenn ich jetzt einen 1-Minuten-Chart habe, ja, dann kann ich hier vielleicht, also und der Chart, der läuft jetzt hier im 1-Minuten-Chart so hin und her. Das ist ein schöner Kursverlauf, ha? Ja, aber herrlich. So, jetzt läuft der Markt dort her. Wenn ich jetzt hier von der Zeit ist T, von der Zeit zurückblicke, dann sehe ich in diesem Zeitraum, also diese Zeitspanne hier, da kann ich vielleicht, je nachdem, wie stark ich das skaliert habe, ich sage jetzt mal, wenn ich schon stark zusammenschrumpfe, sehe ich vielleicht 60 Minuten. So, im 1-Minuten-Chart. Ja. Hätte ich das Gleiche, machen wir mal rot, würde das, dieser Verlauf von hier bis hier kein 1-Minuten-Chart sein, sondern ein 60-Minuten-Chart. Ja. Dann wäre diese Spanne, die ich hier habe, sieht man das? Ja, dann wäre diese Spanne 60 Minuten, nicht 60 Minuten rückwärts, sondern hier könnte ich wahrscheinlich, oh, kriegt man das noch rauf? Ja. Dann könnte man hier vielleicht 5 Tage zurückschauen. Das heißt, wenn ich hier 5 Tage zurückschauen kann, ja, wenn ich hier 5 Tage zurückschauen kann an der Stelle, dann habe ich da ein viel, viel besseres Bild. Also, meine Empfehlung an der Stelle, teilen Sie Ihren Bildschirm anders auf. Sie sehen das nachher auch bei mir im Live-Trading. Zum Beispiel hier 60 Minuten, hier 5 Minuten rein, hier unten 1 Minuten und hier von mir aus noch ein Orderfenster, ja, wo Ihre Trades drin sind. So.
Ja, also so können Sie Ihren Bildschirm auch aufteilen. Macht eine sinnvolle Aufteilung. Ich habe meinen Bildschirm ein bisschen anders aufgeteilt. Das ist alles Geschmackssache, aber das an der Stelle sehen Sie dann auch heute Nachmittag. Gut, dann gehen wir mal zurück wieder an unseren Rechner. Also, das habe ich Ihnen gerade ja erklärt. Ja, und das mit den Fehltrades haben wir ja auch schon abgearbeitet. Also, da können wir zur nächsten Folie springen. Ja, das mit den Fehltrades noch ganz kurz gesagt. Also, ich habe gestern war für mich ein guter Tag, weil der Markt nicht in einem starken Trend war. Aber es gibt bei mir durchaus Phasen, wo ich 5, 6, 7, 8, 9 Verlusttrades in Folge habe. Und ich merke, oh, ich komme gar nicht rein. Und, aber ich weiß, wenn ich jetzt weiß, dass die Trades auch nach System einfach richtig ausgestoppt wurden, dann muss ich das akzeptieren. Und ich weiß, dass sie vorkommen. Sie kommen nicht so oft vor. Gestern war es so gewesen, gestern habe ich eine Trefferquote, glaube ich, gehabt von 75% aller Trades sind, glaube ich, gestern in Gewinn gelaufen. Und in Summe habe ich 4% auf meinen Account gemacht gestern. Und das ist natürlich schön. Und das freut einen als Scalp-Trader. 70% Trefferquote, ein schöner Gewinn, gute durchschnittliche Gewinnquote und durchschnittliche Verlustquote, war alles in Harmonie sozusagen. Und damit halt ein super Tag. Aber es gibt halt auch die schweren Zeiten. Ja, also immer wenn das System super duper läuft, ja, und man ist im Flow, dann ist halt alles einfach. Aber die Herausforderungen als Trader werden immer dann an eingestellt, wenn es mal nicht so läuft. Also wann fange oder vertraue ich denn noch meinem System? Aber Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie ganz normal arbeitstätig sind. Sie haben Tage, die sind total super und an anderen Tagen, da geht Ihnen der Chef sowas von auf den Keks. Ja, also an der Stelle, das ist auch im Trading nicht anders, ja, dass es da auch Tage gibt, da läuft es halt einfach nicht. Aber da muss man dann sehen, dass man sich halt in Zaum hält, weil das ist das Arbeitsgerät, was man hier immer jeden Tag einsetzt, nämlich sein Kapital. So, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit haben, ich werde das einfach mal durch aufploppen lassen, denn die Zeit ist dann doch schneller wieder rum, wie man das denkt. Als Zielsetzung ganz allgemeine Faktoren. Ich spreche jetzt nicht nur für die kurzfristigen Trader, sondern allgemeine Faktoren, aber sie treffen halt auch auf das kurzfristige Trading zu. Denn am Ende muss alles miteinander kombinierbar sein. Man kann sich das, stellt sich das manchmal so einfach vor. Aber auch hier wieder meine Erfahrung in meinen letzten 15 Jahren. Ich habe so viele Trader kennengelernt. Ich habe Trader kennengelernt, die wollten mit 1.000 Euro starten. Ich habe Trader kennengelernt, die haben mit 200.000 Euro gestartet, hatten am Ende nichts. Ich habe Trader gesehen, die sind mit 200.000 Euro oder mit 100.000 Euro gestartet und haben es zur Million geschafft. Also wie gesagt, aller Couleur. Ich habe ganz viele Trader, die mit ganz wenig Erfahrung kommen. Ich habe Trader, die mit ganz viel Erfahrung kommen. Aber die wenigsten haben sich wirklich Gedanken gemacht. Also vor allem die merken, dass sie nur plus minus null oder leicht im Minus rumdümpeln, dass ihnen eigentlich diese allgemeinen Faktoren oder diese allgemeinen Fragen fehlen. Nämlich, was will ich erreichen? Jetzt sagt er, ist doch ganz klar, jeder will vom Traden leben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Denn es gibt ganz viele Trader, die sagen sich, das ist für mich eine Herausforderung. Ich muss nicht davon leben, also vom Trading, sondern mir reicht das, mir macht die Arbeit Spaß, die Herausforderung. Und wenn es dann noch Geld bringt, dann umso schöner. Ja, wer natürlich wiederum das als finanzielle Freiheit sieht oder das erreichen möchte, der braucht natürlich wiederum ganz andere, der muss ganz andere Risiken eingehen, der braucht ganz andere Stärken und Schwächen, der braucht wiederum ein ganz anderes Produkt, was er vielleicht handelt, um diese großen Positionsgrößen zu handeln, wenn man denn davon leben möchte. Ja, an der Stelle, wie gesagt, die eigenen Stärken und Schwächen kennen. Das ist eigentlich, glaube ich, so immer der größte Punkt, dass die vielen nicht wirklich bereit sind, ihre Schwächen zuzugeben. Das war für mich einer der ersten Punkte, die ich in meiner Trading-Karriere lernen musste, nämlich diese eigenen Schwächen. Es ist schon hart. Ja, die Börse ist so auch so ein bisschen ein Spiegelbild der eigenen Psyche und auch so ein bisschen das Spiegelbild von einem selbst. Ja, ich kann heute, wenn ich Trades sehe von Leuten im Markt, so 50 bis 100 Trades sehe, kann ich die sehr gut einschätzen. Ja, also ist das ein Typ, der immer gegen den Markt geht oder mit dem Markt? Ja? Ist das so die Leute, die mit dem Markt gehen, sind so ein bisschen die Harmonietypen. Ja? Sie schwimmen mit dem Strom. Und die Leute, die gerne am Hoch und Tief versuchen, Long und Short zu gehen, sind so ein bisschen Egoisten. Also sie wollen halt Recht haben. Sie wollen sozusagen einfach sehen, ich bin der Beste, ich bin am Tief Long gegangen. Sie müssen halt dann auch lernen, wann sie nicht am Tief Long gehen sollen, weil der Trend einfach zu stark ist. Ja, also das heißt, schauen Sie doch einfach mal selber auf Ihre eigenen Stärken und Schwächen. Was liegt Ihnen wirklich?
Ja, und bei mir war es halt so gewesen, auch von der Zeiteinheit, mir liegt die kurzfristige Zeiteinheit so, ich fühle mich dort wirklich pudelwohl, wie man so schön sagt. Und an der Stelle, das Ziel ist es, dieser ganzen Analyse, dass Sie wirklich den Trading-Stil zu Ihren Stärken und Schwächen finden. Denn es muss am Ende, genauso wie hier mein Anzug, es muss passen. Es muss sitzen. Und nur dann können Sie das auch nachmachen oder auch anderen Leuten folgen. Also ich bin auch mal anderen Tradern gefolgt und am Ende war es so gewesen, dass ich da Schmerzen hatte. Selbst mit kleinster Positionsgröße war ich nicht bereit, diese Strecken von hoch und runter mitzunehmen. Also es war für mich jedes Mal, selbst mit kleinster Positionsgröße, schon nervend aufreiben. Und ich wollte mir das gar nicht mit großem oder mit normaler Positionsgröße vorstellen. Und deswegen habe ich auch gesagt, okay, das ist nicht mein Bereich. Wie ich das schon auch öfters erwähnt habe, muss das jeder für sich herausfinden. Und deswegen für mich gab es nur eine Antwort. Ja, kurzfristiges Trading, Scalp Trading ist mein Thema. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, wie werde ich denn jetzt ein erfolgreicher Scalp-Trader? Das ist ja das, was dann viele gerne wissen möchten, was der Sprinter unter den Tradern so leisten muss. Und hier an der Stelle, oha, ganz wichtig, ich habe Ihnen das ja schon gesagt, ich hoffe, das geht noch durch. Wenn nicht, gehe ich auf Flipchart. Ich habe vergessen, den Stecker reinzustecken. Erlerne die Techniken und Vorgehensweise speziell für das kurzfristige Trading. Wir haben es ja im Bild gehabt mit dem entsprechend mit dem Sprinter und dem Marathonläufer. Also es das heißt, mittlerweile sage ich, für Scalp Trading müssen Sie spezielle Techniken oder die Techniken, die dafür notwendig sind, erlernen. Sie müssen auch in Equipment investieren, in Datenfeed, was ich eingangs erwähnt hatte, in Ihre PC-Ausstattung. Sie brauchen gewisse Dinge, die Sie dafür sind zwingend nötig, damit Sie da im Scalp-Trading erfolgreich sind. Ganz wichtig für mich, einer der Hauptpunkte ist es, die Spuren der Marktteilnehmer lesen zu lernen. Das wird heute noch Thema am Nachmittag sein, nämlich wann handelt der Scalp-Trader, also wann handeln die Trader, die dazu führen, dass das Tief nur leicht unterschritten wird und dann kommt diese Gegenbewegung, so wie das gestern auch war. Und wann handeln zum Beispiel institutionelle Trader oder Händler, die sozusagen die ihre Orders dort gerade am Markt abwickeln lassen von entsprechenden Banken. Und dass diese Trader oder jeder dieser Typen hinterlässt Spuren. Also ganz einfach gesagt, Sie müssen halt wissen, wenn Sie eine Spur, also einen Kursverlauf lesen, haben Sie jetzt gerade, jagen Sie jetzt einen Hasen oder jagen Sie einen Elefanten? Ja, und Sie müssen dann das entsprechende Setup darauf anpassen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Hasenspur sehen, die ganz flink rechts, links geht, dann müssen Sie entsprechend halt sozusagen die kleine Knarre raushauen, damit Sie dann den Hasen jagen können oder den entsprechenden Fallen stellen. Und jagen Sie jetzt einen Elefanten, das heißt einen institutionellen Trader, dann versuchen Sie sich da drauf mit dran zu hängen. Oder wenn Sie den halt erlegen möchten, dann brauchen Sie halt eine Bazooka sozusagen, um jetzt da in diesem Jargon zu bleiben, um diesen Trader oder dieses Tier dann erlegen zu können. Und wenn Sie aber mit so einer kleinen Büchse, wo Sie denken, Sie jagen einen Hasen und Sie jagen auf einmal einen Elefanten, ja, also und dann stehen Sie mit dieser kleinen Büchse vor diesem Elefanten, dann heißt es nur schnelle Beine, weil dann haben Sie den Markt verkehrt oder die Spur verkehrt gelesen und das kann natürlich dann auch teuer werden im kurzfristigen Bereich. Also das ist für mich einer der Hauptpunkte. Und ganz wichtig, Sie müssen diese Setups sozusagen auf ihre Zeiteinheit dann modifizieren. Also das heißt, auf den Minutenchart und Tickchart müssen Sie das entsprechend dann modifizieren. Und ein Tipp an der Stelle, auch mit dem Risikomanagement. Im kurzfristigen Trading ist es mittlerweile so, ich habe so viele Scalp-Trader auch kennengelernt und jeder von denen nutzt ein ganz individuelles Risikomoney-Management. Es ist nicht das Risikomoney-Management, was Sie da draußen kennen, in vielen Fällen mit diesen 1%, sondern es ist wirklich ein individuelles. Ich trade zum Beispiel manchmal mit extrem weiten Stops, wo die Leute sich an den Kopf greifen, weil sie es gewohnt sind, dass sie ausgestoppt werden. Aber ich habe zum Beispiel immer einen Stop drin von 30 Punkten, teilweise 40 Punkten, je nach Wohler am Markt. Aber das ist ein Stop, der wird eigentlich nie erreicht. Das ist so ein genannter Katastrophenstop. Und sobald der Markt dann losläuft, dann passe ich sofort diesen Stop halt an. Ja. Ich empfehle das, wenn Sie jetzt mit einer Position traden, gehen Sie mal runter auf 0,3%. Bei der Anzahl der Trades, die Sie machen, sind 0,3% Risiko durchaus viel. Stellen Sie sich vor, Sie machen halt auch wieder Ihre 5 oder 10 Verlusttrades in Folge, sind das auch wieder
bei 5 Trades 1,5% aufs Depot. Ja, wenn Sie aber bereit sind, klar allgemein größere Risiken einzugehen, das, was wir gerade in der Folie davor gehabt hatten, dann können Sie natürlich auch mit höheren Risiken handeln. Aber um es zu lernen und nicht emotional jetzt da bei einer Abwärtsstrecke, denn Börse ist halt Schmerzensgeld. Erst der Schmerz, dann das Geld. Das heißt, Sie müssen es akzeptieren, dass Sie im kurzfristigen Trading auch erstmal Ihre Verluste einfahren müssen, bis Sie lernen, diese Techniken anwenden zu können, die ich nun mittlerweile seit vielen Jahren erfolgreich praktiziere. Deswegen an der Stelle, nimm dir einen Trainer oder Coach. Warum? Ganz einfach. Ich hatte es gerade schon hier vorgemacht am Flipchart. Ja, Sie müssen, der Golflehrer, der zeigt Ihnen, wie die richtige Haltung ist. Klar, Sie können sich die Technik selber erlesen im Internet. Von mir geben Sie bei Google meinen Namen ein, der unten eingeblendet ist. Und dann finden Sie Haufen Artikel zum Scalp, zum kurzfristigen Trading. Ja, aber das ist genau das Gleiche, wie Sie lernen beim Golfen, welchen Schläger Sie für welches Grün und so weiter nutzen. Und je nachdem, welchen Schläger Sie halt gerade nutzen, das können Sie sich alles anlesen. Das steht in jedem Handbuch, steht das drin, mein Name, steht das drin, welchen Schläger Sie nutzen, ja, beim Putten und so weiter und so fort. Aber es sagt Ihnen keiner, Sie müssen mehr den Fuß nach vorne, mehr den Arm hoch, ja, das sagt Ihnen keiner. Schulter raus, Brust rein, ja, das sagt Ihnen keiner. Und deswegen an der Stelle ist es wichtig, dass Sie, wenn Sie nach Setups suchen, wenn Sie nach Orientierung suchen, denn es gibt auch Foren, wo auch gute Trader dabei sind, denn dann versuchen Sie von denen zu lernen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin als Coach auch tätig und in meinem Premium-Service, den ich anbiete, trade ich viermal die Woche live und jeden Tag immer wieder das Gleiche, wo ich die Leute sozusagen zeige, wie ich in den kurzfristigen Segment halt handle. Gut, deswegen hier nochmal der kleine Hinweis. Wenn Sie gar keine Zeit haben für Premium-Service an der Stelle oder so, dann können Sie auch gerne im April kommend mein Seminar besuchen, wo ich Schritt für Schritt Ihnen Setups erkläre, aus der Praxis für die Praxis. Das, was ich jeden Tag mache. Sie lernen zwei Setups, einmal der Einstieg im Trend und der Einstieg Fehlausbrüche durch Hochs und Tiefs an der Stelle. Und das alles mit dem passenden Risikomanagement. Ich sage, ich gebe Ihnen ganz viele Variationen bei Risikomanagement, auch bei Ein- und Ausstieg, damit Sie aus diesem Ganzen heraus das finden, was für Sie am besten ist. Ja, Sie müssen damit dann gut klarkommen. Wie gesagt, ich werde auch immer meine Sichtweise geben. Das Seminar als solches geht über 8 Stunden. Normaler Preis 299 Euro. Wir haben einen IB Days Special gemacht. Entweder geben Sie den Code bei der Anmeldung ein, HBIBOS20, oder Sie geben unten godmotrader.de/behrendt-cfd-trading ein, dann kommen Sie auf meine Seite. Und wie gesagt, das ist wirklich ein Seminar aus der Praxis für die Praxis. Und das möchte ich Ihnen auch dann gleich zum Ende nochmal zeigen, nämlich anhand von ein, zwei Beispielen, die ich gestern gemacht habe, die genau nach diesem Setup kurioserweise laufen, die ich Ihnen dann dort schule. Ja, wenn Sie gerne mit mir in Kontakt treten möchten, dann haben Sie hier zwei E-Mail-Adressen. Meine Homepage, die ist jetzt noch im Aufbau, info@scalp-trading.de, oder Sie können auch direkt an die Börse Go schreiben, da wo ich meinen Premium-Service platziert habe, an behrendt@börsego.de. Also das heißt, da können Sie mir gerne hinschreiben. Und bevor wir jetzt dann noch den Chart angucken, an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genießen Sie Ihren Vormittag. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Trades. Und wenn Sie Fragen haben, treten Sie mit mir in Kontakt, scheuen Sie da sich nicht davor. Ansonsten googeln Sie meinen Namen, schauen Sie bei GodmoTrader rein, in Guidance einen Stream, da können Sie mir auch folgen. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute und darf darauf verweisen, natürlich heute Nachmittag ab 14 Uhr, Kanal 2, bin ich wieder on air, wie man so schön sagt, und werde Ihnen dort zeigen, wie ich meinen Tag gestalte. Also das heißt, wie bereite ich mich vor, welche Setups habe ich. Da werden wir einen kleinen Workaround machen durch die Setups. Und dann ab 15.30 Uhr werde ich genauso wie in meinem Live-Trading-Service übergehen in das Live-Trading, die mit Vorbereitung alles mit Ihnen gemeinsam machen. Und dann können Sie mal sehen, wie auch bei mir in meinem Service so ein Tag abläuft. Und wenn Ihnen das gefällt, vielleicht besuchen Sie dann auch mal meinen Service. Gut, ganz zum Ende noch das Bild, weil dafür muss ich die Präsentation beenden. Gehen wir hier kurz auf den Chart nochmal. Ich mache Ihnen nochmal groß. Und Sie sehen jetzt hier auch genau das Thema am Tagestief sozusagen
Der Markt macht hier gestern dieses neue Tagestief, da wo mein Mauszeiger gerade ist. Und an der Stelle, wo viele vielleicht denken, oh, der Markt könnte runtergehen, bin ich long gegangen und konnte mit diesem einen Trade sozusagen mit einem 10-Punkte-Risiko 27 Punkte verdienen. Also ich habe das 2,7-fache von dem verdient, was ich riskiert hatte. Ja, und an der Stelle auch hier am letzten Tief habe ich das Gleiche nochmal gemacht. Sie sehen es hier, auch da wieder der Markt, ich zeichne es nochmal ganz kurz ein, er macht ein neues Tagestief und er verkauft es nicht. Und mit dem Setup, was Sie lernen, da können Sie... Eine Stunde so. Mit dem Setup, was Sie lernen, da können Sie sozusagen diesen Trade machen. Er ist nicht so weit gelaufen, sondern er kam halt wieder zurück und ich bin halt mit einem kleinen Gewinn nur ausgestiegen. Das ist aber normal und ist aber völlig okay für mich. Ich wollte Ihnen nur mal kurz zeigen, diese Fake-Ausbrüche, diese Fehlausbrüche durch Tagestief und Tageshoch sind genau das, was ich sozusagen dort das ist genau das, was ich Ihnen dort zeige. Und das, mein Wecker hat gerade geklingelt. Ich bedanke mich, dass Sie wirklich zahlreich zugeschaut haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Vormittag. Bin gespannt auf den heutigen Nachmittag und darf mich verabschieden. Ihr Heiko Behrendt.